Zu Folge 4 von Let's Play Minecraft. Ich hoffe, heute werde ich nicht aus Versehen die Aufnahme unterbrechen. Ja, schauen wir mal. Oh, Tür offen gelassen. Warum das denn? Ach so, das war wahrscheinlich hier der Händler, der immer noch nichts hat, was wir haben wollten. Okay. So, das ist unsere Baumfarm. Das sieht schon ganz gut aus. Wenn die Bäume alle fertig gewachsen sind, dann können wir das alles auf einmal abreißen hier. Was wir vielleicht machen können, ist hier oben die Akazien vielleicht schon mal. Schon mal fällen. So, ich meine, das ist eine schöne Aussicht von hier. Vielleicht sollten wir irgendwann auch die Kühe mal irgendwie einfangen. Okay. Siehst du, da unten haben wir schon ein paar von den Setzlingen. Ja, jetzt die Frage, was wir jetzt als nächstes angehen wollen. Wir haben jetzt ein Haus, wir haben ein Bett, wir haben rudimentäre Crafting-Stationen. Ich weiß nicht, vielleicht müssten wir jetzt uns langsam mal daran machen, Diamanten zu finden, damit wir Obsidian abbauen können, damit wir ein Nethergate bauen können, denke ich mal. Das wäre vielleicht eine Idee. Oh, meine Axt ist kaputt. Verdammt. Verdammte Axt. Okay. So, Eisen brauchen wir da. 1, 2, 3. Das ist hier mit den Rezepten, das ist in etwa so, als würde ich hier so eine kleine Axt aus Pixelart bauen. Wie man sieht, hier ist der Stiel und hier ist die Axtklinge. Okay, war gar nicht. Sieht nur dunkel aus hier drin. Okay. Obwohl, nee, doch, es dämmert. War aber noch zu früh, zu Bett zu gehen. Okay. Ja, das sieht schon ziemlich gut aus hier. Elf schon, okay. Das ist schon gar nicht schlecht.
Okay. Okay, 20. Kommt da noch mehr runter? Ernten. So. Oh. Der macht sich seine Lamas an den Kakteen kaputt. Okay. Tun wir das Holz mal in diese Kiste. Und die Setzlinge erstmal auch. Dann müssen wir demnächst mal gucken, dass wir hier unten irgendwie ein flaches Gebiet für die Bäume. Weil hier auf dem Hügel, das ist irgendwie ein bisschen ungünstig. So, wie viele Fackeln haben wir noch? Ein paar mehr müssen wir machen, glaube ich. So, das wird reichen erstmal. Unser Weizen ist auch noch nicht ganz fertig. Okay. Glaube, wir machen lieber, bevor wir runtergehen, machen wir lieber eine neue Pike. So. Dann haben wir mehr Zeit zu abzubauen hier unten.
das Redstone mal mit. Wir hier eh vorbeilaufen. Mal gucken, was auf dem Handy. Okay, jemand möchte unseren Gummibaum adoptieren. Das ist doch großartig. Okay, meine Fresse. Jetzt, ich mach mal lieber das Handy leise, weil... Das stört gerade so ein bisschen. Okay. Aber schön, wenn jemand unseren Gummibaum haben möchte. Weil der ist nämlich zu groß geworden, der passt nicht mehr in die Küche. Sind denn bloß die Diamanten? Man muss doch hier irgendwas finden. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind wieder zurück am Eingang. Okay. Das hätte mir auch einfallen können. Und wir haben leider keinen Diamant gefunden. Kein Eisen, kein gar nichts. Nur ein bisschen Redstone. Okay. Shit. Sheet. Okay. Ah, da ist zumindest Eisen. Ist ja immerhin was.
keine Kohle hier gefunden. Ist auch ein bisschen seltsam. Noch mehr Redstone. Ja, das war irgendwie nicht so ergiebig hier, die Mining Tour. Ein bisschen Eisen und jede Menge Redstone und das war's dann auch schon. Das ist ein bisschen schade. Brauche wahrscheinlich bald ein paar neue Kisten hier, oder? So, aber wir haben ja genug Holz, also können wir auch neue Kisten machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben ja auch noch Eichenholz. Zap. Und zwar können wir einmal hier normale Kisten machen, das ginge. Machen wir hier mal so eine Doppelkiste. Die nimmt doppelt so viel Platz weg wie so ein Fass, aber... Warte mal. Man kann die einmal so aufstellen. Aber man kann die auch so aufstellen, dass sie quasi zusammen gehört. Dann können wir hier zum Beispiel die ganzen Steine reintun. Und den ganzen Quatsch. Können wir das hier rausnehmen. Und den Sand. Wolle. Machen wir mal nur alle Rohstoffe, die so aus Stein sind, machen wir hier rein. So Erde, Stein, Granit, solche Sachen. Glas meinetwegen auch. So. Dann hier oben nehmen wir dann die ganzen wichtigen Rohstoffe wie die Metalle und Flint und Kohle hier. Über kurz oder lang brauchen wir dann wieder neue. Aber da kümmern wir uns dann drum, wenn wir müssen. So, und wir machen mal zwei neue Pickäxte. So. Oh, wir müssen mal was essen, sehe ich gerade. Und dann steigen wir hier wieder runter. Irgendwann werden wir schon irgendwas finden hier. Aber schon mal nichts, so müssen wir das Ganze ein bisschen breiter anlegen, scheinbar. Ja, noch mehr Eisen. Sehr gut. Sehr gut.
Ups. Okay. Ach ja, ein bisschen langweilig ist das ja. Vielleicht sollte ich das Zeitraffern. Warte mal, es gab da doch einen Trick, wie man an Diamanten kommt, relativ schnell. So sollte man im Fluss nach, haben wir hier einen Fluss? Wow. Das Holz ist schon fertig zur Ernte hier. Genau, so eine Stelle hier suchen und dann runtergraben. Und da sollte dann angeblich irgendwo in der Nähe, das hier ist Ton. Machen das mal, damit wir nicht ertrinken dabei. So, das ist Ton, da graben wir runter und irgendwo da in der Nähe unter dem muss dann Diamant sein, angeblich. Bin gespannt. Also wir haben schon mal Kohle gefunden. Und Gold. Okay. Müssen wir wissen, wie hoch wir sind. Ah, wow. Das sind leider keine Diamanten, das ist Lapis Lazuli, aber es ist immerhin schon mal ein anderer Rohstoff hier. Hier Diamanten finden.
Da kommt Wasser. Na gut. Das ist eine unterirdische Höhle mit Wasser. Ich meine, die meisten Höhlen sind unterirdisch. Aber in dieser ist Wasser. Auch wieder ein bisschen Kohle, sehr gut. Lapislazuli. Das brauchen wir dann nachher zum Verzaubern von unseren Werkzeugen. Aber da können wir halt, bevor wir Diamanten gefunden haben, können wir da sowieso nichts in die Richtung unternehmen. Das heißt, das kommt erstmal in eine Kiste und wird aufgehoben. Ja, unter Wasser ist kein Gut abbauen. So, wo war der Weg nach unten? Oh, hier ist Gold und Eisen. Also ist nicht, dass wir hier gar nichts gefunden hätten, aber Diamanten haben wir eben auch nicht gefunden. Jetzt runter. Hier? Nee. Da war das. Okay. Okay. So. Okay, also hier nichts gefunden. Dann kann das ja nur noch in der Richtung sein, was? Weiter unten. Ja, ich fürchte, dann müssen wir hier wohl relativ unbefriedigend heute aufhören, ohne dass ich Diamanten gefunden habe. Aber beim nächsten Mal werden bestimmt welche auftauchen, hoffe ich. Weil dann können wir Diamantwerkzeuge herstellen und dann können wir auch schneller abbauen. Und dann finden wir mehr Diamanten, hoffentlich. Okay, dann bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt,
Heiko gräbt sich in ein Loch und kommt immer tiefer, ohne dass er Diamanten findet. Like das Video, subscribe, bla 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 bla. Bis dann.